Sind Sie auch schon geflogen? Nein. Etwas dagegen? Nein, ich habe nichts gegen die Fliegerei, im Gegenteil. Ein Stück von dem ist in mir. Ich habe eine Aktie bei der Swissair. Ich erinnere mich noch gut. Wie gut, dass sich Geschichte aus der Erinnerung erzählen lässt. Von Leuten, die dabei waren, die mitgemacht und miterlebt haben. Dies ist die Geschichte der Swissair, unserer nationalen Fluggesellschaft, welche am 26. März 1931 ihren Anfang genommen hat. Eugen Dietschi als Ständerat. Damals sind zwei Luftverkehrsgesellschaften, die in der Pionierzeit vom Luftverkehr einen regelmäßigen Dienst in der Luft ausgeführt haben. In Basel war es Balair und in Zürich Tad Astra. Die beiden Gesellschaften haben verschiedene Linien beflogen. Dass aber zwei Gesellschaften in dieser damaligen Zeit hätten können einen Luftverkehr ausüben, der rendiert hat, das war ausgeschlossen. Das hat man müssen einsehen. Und der Erste, der sie eingesehen hat, das war der damalige Direktor vom Eidgenössischen Luftamt, der Oberst Arnold Eisler. Er hat darauf tendiert, dass sich die beiden Gesellschaften zusammentun. Das war natürlich keine einfache Sache, weil natürlich auch lokale Interessen mitgespielt haben. Basler Interessen, Zürcher Interessen. Er hat nachher einen lustigen Weg gefunden, indem er erklärt hat, es müssen Einsparungen vorgenommen werden für die Bundessubventionen. Und zu diesem Zweck werden nur noch gewisse Linien subventioniert, die mit drei motorigen Flugzeugen beflogen werden. Damit haben beide Gesellschaften gewusst, das können wir alleine nicht ausführen. Da hat man sich halt zusammengesetzt. Und man ist erfreulicherweise zu einer Lösung gekommen. Man hat gesehen, es geht nicht anders, man muss sich einfach zusammenschließen zu einer Gesellschaft. So ist die Fusion zustande gekommen und man muss rückblickend sagen, es war ein kluger Entscheid, der getroffen worden ist, auch wenn die lokalen Interessen nicht so gewahrt werden konnten, wie wir das damals vielleicht gerne gemacht hätten. Es war aber ein guter Entscheid. Prominente Persönlichkeiten haben der jungen Swissair Starthilfe geleistet, aber ebenso wichtig waren die Begeisterung, der Idealismus und der unermüdliche Einsatz der ersten Swissair-Mitarbeiter. Zum Beispiel Anton Matt, heute Vizedirektor. Ja, das war praktisch mein Schultraum oder Jugendtraum. Obwohl ich damals 14,5 war, hat er sich bereits erfüllt. In Dübendorf ging ich zur Schule. Und habe dann, mein Schulweg war praktisch immer am Flugplatz vorbei. Und das hat mich die Fliegerei fasziniert, umso mehr, dass damals ziemlich viele Militärflugzeuge auch auf dem Platz waren. Und ich musste praktisch lernen, wie man Passagier abfertigt. Die Passagiere mussten damals noch auf die Waage stehen, und zwar aus Gewichtsgründen. Auch kam die Post und die Fracht da war. Man hatte dann weiter damals das Gewicht im Flugzeug zu verteilen, dass es nicht kopf- oder schwanzlastig wurde. Das war also auch eine Teilaufgabe von mir. Balz Zimmermann war damals Direktor der Balair in Basel, Walter Mittelholzer Direktor der Ad Astra Aero in Zürich. Ihn, Mittelholzer, den berühmten Pionier, den seine Expeditionsflüge nach Spitzbergen, nach Abyssinien, Persien, über den Kilimandscharo und über ganz Afrika geführt hatten, verband eine intensive Freundschaft mit Zimmermann. Diese Freundschaft, das ungetrübte, gegenseitige Vertrauen, bildete die Basis für den Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften. Dazu Eugen Groh, Direktor. Vielleicht ist der Herr Balz Zimmermann mehr der Philosoph gewesen. Ja. Während der Mittelholzer mehr der Sportsmann war. Denn sie da ist der Berg gestiegen, nicht wahr? Da ist dort daheim gewesen, in den Bergen.
Aber Herr Zimmermann, das war ein wunderbarer Philosoph und der genau gewusst hat, was er will. Woraus bestand die Swissair-Flotte bei der Gründung? Es waren total 13 Maschinen. 9 Fokker, 2 Dornier Merkur, eine Messerschmitt M18D und eine Conte AC4 im Einsatz. Mit diesen Flugzeugen konnten insgesamt 86 Passagiere befördert werden. Die Betreuung der Flotte besorgten 10 Piloten, 7 Funker und 8 Bordmechaniker. Beflogen wurde ein Streckennetz von 4.203 Kilometern, darunter viele Jahre die berühmte, ja legendäre Linie 12, Zürich, Stuttgart, Berlin. Frau Jackie Amstutz-Channen war von Anfang an dabei. Ich bin am 20. April von der Alpbahn als Mädchen für alles angestellt worden. Wetterdienst, Flugzeugabfertigung und so weiter. Und da ist die erste Strecke 12 am 1. Mai 1931 eingeweiht worden. Und sie sind so mächtige Männer gekommen als Passagier. Es war ein Josler-Quartett. Und die sind da in den Fokker eingestiegen und den grossen Hallihallo. Und das war elend nett für mich, damit dass ich das Flugzeug abfertigen durfte. Im April 1932 kaufte die Swissair als erste europäische Fluggesellschaft 2 Lockheed Orion, amerikanische Schnellflugzeuge, welche 100 Stundenkilometer schneller waren als sämtliche anderen Typen, die damals in Europa eingesetzt wurden. Das ist eine Sache gesehen, ein Versuch. Ganz klar. Wir hätten nicht gewusst, wie das Publikum darauf reagiert. Dass es ein großer Wurf geworden ist, hat man dann erst gesehen im Verkehr. Wenn wir das natürlich die Leute gesehen haben, sie fliegen in anderthalb Stunden nach Wien oder und so weiter und haben natürlich das sehr geschätzt. Und zudem ist natürlich das rein kommerziell von großem Vorteil gewesen. Walter Zürcher betreute die Maschinen als Mechaniker. Für uns in der Swissair hat die Maschine große Überraschungen ausgelöst. Und zwar Überraschungen und Bewunderung vor allen Dingen mit ihrem einziehbaren Fahrwerk und vor allen Dingen auch, weil es eines der schnellsten Flugzeuge in Europa war. Ich möchte sagen, das war eine Überraschung, die man in Worten fast nicht ausdrücken kann. Es ist wie wenn jemand irgendwie ein neues Haus geschenkt bekommen hätte. Zu einer Gruppe bekannter Swissair-Piloten, man erinnert sich an Namen wie Ernst Niefenegger, Alfred Künzle, Hans Scheer und Ernst Gerber, gehörte auch der Pilot und Autor von Fliegerbüchern Walter Ackermann. Seine Werke haben ganzen Generationen die Faszination des Fliegens nahegebracht. Frau Hedwig Brack, Richard Schilliger, heute Jumbo-Captain. Ich möchte sagen, eine ganze Generation, nicht nur Piloten, sondern alle eigentlich, Swissair Angestellte in meiner Altersgruppe, sind einmal durch die Bücher von Walter Ackermann motiviert worden, einen Beruf in der Fliegerei zu wählen. Ich habe leider den Walter Ackermann nicht mehr gekannt, aber ich habe hier eine Dame zu Besuch. Es ist die erste Prokuristin von der Swissair, Frau Hedi Brack. Sie hat als Sekretärin von Mittelholzer die Piloten alle gekannt. Was war der Walter Ackermann für ein Mensch gewesen? Der Walter Ackermann war in erster Linie ein flugbegeisterter Pilot gewesen. Und hat dazu zum Glück gute Federn geführt und war ein Romantiker in dieser Hinsicht. Er hat Bücher geschrieben, die alle jungen Menschen mitgerissen hat, begeistert hat, sodass amigs der Flugplatz Dübendorf schon zu selber Zeit von jungen Burschen überschwemmt war und von jungen Fräuleins, die Handwellen kommen, Hostessen werden. Als erste europäische Fluggesellschaft engagierte die Swissair 1934 Stewardessen. Frau Johanna Bigler-Vögeli. Die Frelendine, die erste, war eine Patientin von meinem Schatz. Und der wollte mich als Remplace machen. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll mal schauen auf Dübendorf, wie das also, was man machen in der Maschine. Und dann bin ich gegangen
Und dann ist der Kondor abgeflogen. Und als Letztes hat sie mir gesagt, vergiss dich nicht, zum Herr Direktor zu sagen, du könntest mich vertreten. Und es ist nicht 20 Minuten gegangen, kommt, bricht, die Maschine sind abgestürzt. Warum hat Swiss zu dieser Zeit das Stewardessen eingestellt? Erstens, weil sie gerade neue Flugzeuge, Grossflugzeuge bekommen haben. Und 14 Plätze, wo die Leute einfach bedient werden und zu ihnen gehütet werden, zu ihnen geschaut und etwas servieren, wenn sie Lust haben, mit einfach jemandem haben. Wie hat sich dann der Tagesablauf von den Stewardess abgespielt? Wir sind von Zürich mit einem Bus reingefahren bis nach Dübendorf. Und dort haben wir ein kleines Küchli gehabt, wo wir gerade können Kaffee, Tee und Bouillon machen und ein kleines Sandwich streichen. Und dann haben wir das alles schön eingewickelt, in einen grossen Reiskorb reingetan und das in die Maschine transportiert. Hat es manchmal auch Zeiten gegeben, wo sie nichts zu tun hatten im Flugzeug? Ja, wenn wir nichts zu tun hatten und alle friedlich und zufrieden waren, dann haben wir halt die Lismet dafür genommen und haben Schatzsocken gelismet. Fertig. Schicksalshaft für die Swissair war das Jahr 1937. Am 9. Mai verunglückte Walter Mittelholzer auf einer Klettertour in der Steiermark und am 13. Oktober starb nach kurzer, schwerer Krankheit Balz Zimmermann. Damit gingen zwei führende Köpfe verloren, Direktoren, welche der Swissair in den vergangenen 6 Jahren zu Ansehen und gutem Ruf verholfen hatten. Das ist ein Schlag, ein harter Schlag. Ich habe nicht gewusst, wie die ganze Sache überhaupt rauskommt. Denn Sie müssen berücksichtigen, die beiden haben natürlich Namen gehabt von Weltruf, wenn man so will. Überall sind sie sehr gut eingeführt und sehr bekannt gewesen, während ich natürlich der Nummer 2 gewesen bin. Und ich habe natürlich auch ein bisschen mitgemacht, aber auf der Stufe 2. Ja, das große Glück gehabt, dass ich doch Leute gefunden habe, Persönlichkeiten gefunden haben, die mir geholfen haben. Schon sehr früh erkannte die Swissair die Notwendigkeit eines umfassenden europäischen Flugnetzes. Henri Pilichoudi, technischer Direktor. Das Flugnetz, das wir hatten, um die Zeit war schon relativ gut ausgebaut. Wir hatten eine Linie nach London, das war die Rückenmark von einer Linie. Die hat den meisten eintreten. Dann haben wir eine Linie nach Holland, dann nach Wien, dann nach Frankfurt, dann nach Madrid. Es ist also schon ziemlich viel gegangen. Und die Flugzeuge, die wir dann hatten, waren DC-2 und DC-3. Wie war es damals mit dem Fahrplan? Wir konnten ziemlich gut auf den Fahrplan verlassen, schon dann. Und sogar mit relativ schlechtem Wetter. Wir haben also Flüge gemacht, wo wir vollständig auf Instrumente müssen fliegen, von Zürich bis nach London. Im August 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Die Swissair beschäftigte zu diesem Zeitpunkt rund 200 Mitarbeiter. Nicht weniger als 90 davon erhielten den Marschbefehl zum Aktivdienst. Captain Robert Heiniger. Am 29. August ist der Luftraum über Europa gesperrt worden und alle Flugzeuge sind in Zürich am Boden gestanden. Und von unserer Seite aus haben wir eigentlich nicht viel beurteilen, was jetzt da geht. Wir müssen hier rücken im Aktivdienst. Und von den 12 Piloten sind keine daheim geblieben, die sind alle gegangen. Auch die Piloten mussten zwar einrücken, aber immerhin wurden sie ab und zu freigestellt. So war es möglich, dass die Swissair zu Beginn des Krieges noch sporadische Flüge durchführen konnte. Ab Locarno nach Rom und Madrid, ab Zürich nach München und auf der Linie 12 nach Stuttgart und Berlin. Bis Leipzig hat man dürfen ziemlich hoch fliegen, aber von Leipzig bis Berlin hat man einen ganz bestimmten Korridor müssen fliegen. Und wenn irgend im deutschen Luftraum etwas ist los war und dass da alliierte Flugzeuge auf Deutschland im Anflug waren, und dann hätte man eigentlich sollen auf dem nächsten Flugplatz landen, aber das war für uns natürlich nicht möglich gewesen. Und dann haben wir uns dann durchgemausert bis Berlin in der Regel. Während des Aktivdienstes kamen die Swissair-Piloten vor allem bei der Überwachung des schweizerischen Luftraums zum Einsatz. Einige von ihnen wurden in Luftgefechte verwickelt. Wir sind da mit dem Liberator sind wir da richtig Dübendorf geflogen.
Und da sehe ich plötzlich rechts hinter mir ein Flugzeug, das senkrecht in einer Rauchfahne abstürzt. Und bevor er aufgeschlagen hat, hat es bei mir eine Rauchwolke gegeben und hat geklebt. Und dort habe ich gemerkt, dass ich selber beschossen worden bin. Der Motor hat nicht mehr funktioniert. 4 oder 5 Mal hat er mich angegriffen und ich jedes Mal konnte ich mich ausweichen. Jetzt sind wir Richtung Dübendorf gekommen und hat er wahrscheinlich gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Und er hat die Flugzeuge am Boden gesehen hat und wiedergekommen ist, sie sind wieder verschwunden, die zwei. Dann mit einer Rechtskurve konnte ich landen in Dübendorf und hatte, bei der Landung habe ich den Kopf vorne angeschlagen und sonst hatte ich absolut keine Verletzungen gehabt. Mai 1945. Kriegsende. Auf Straßen und Plätzen wurde getanzt. Überall begrüßte man den Frieden aus vollem Herzen. Die Swissair nahm schon am 30. Juli 1945 den Luftverkehr wieder auf. Allerdings mit etwas veralteten Maschinen. Denn die Situation im Flugwesen war im Vergleich zur Vorkriegszeit total verändert. Der Krieg hatte einen gewaltigen luftverkehrstechnischen Fortschritt mit sich gebracht. Louis Leibundgut, Bordfunker und passionierter Organist. Vor der Swissair bin ich ein Jahr auf See gefahren, auf der SS Chasseral, habe dort Afrika gelernt kennen, Südamerika und New York. New York, das war einfach ein Nonplusultra für die damalige Zeit. Und als ich dann in der Swissair war, haben sich die ersten Flüge vorbereitet, angebahnt. Ich war wohl nicht bei den ersten paar Flügen dabei als Funker. Aber man hat fast nicht mehr gewartet, bis man endlich einmal selber nach New York können. Unklar war freilich noch, welche Rolle die Swissair im Nachkriegsverkehr spielen sollte. Professor Eduard Amsturz, damaliger Delegierter für die Zivilluftfahrt. Strittig war, ob die Schweiz sich an dem Weltluftverkehr direkt beteiligen soll oder ob man sich darauf beschränken soll, Zubringerdienst nach europäischen Zentren des Weltluftverkehrs zu betreiben. Als Delegierter für die zivile Luftfahrt habe ich kräftig unterstützt vom Bundesrat Celio, mich für die erste Lösung, für einen direkten Anschluss von der Schweiz an Weltluftverkehr eingesetzt. Die erste Massnahme, die wir treffen mussten, war der Ausbau der Flughäfen. Das ist glücklicherweise gelungen. Die lange Piste in Genf war rechtzeitig parat. In Zürich musste man noch 3 Jahre warten. Aber bereits im Juni 1945 hat die Bundesversammlung ein grosszügiges Flugplatzprogramm genehmigen kann. 1946 entstand der Flughafen Basel-Mühlhausen. Nicht derjenige von heute, sondern ein Provisorium mit altem amerikanischem Pistenmaterial. In nur weniger Wochen zur Eröffnung der Mustermesse fertiggestellt. 2 Jahre später nahm man schrittweise Zürich-Kloten in Betrieb. Paul Buol, Mechaniker. Offiziell hat man im 48 den Flugbetrieb übernommen in Kloten. Unsere DC-4-Flugzeuge sind in Dübendorf überholt worden. Die sind einfach Passagiere sind in Kloten ausgeladen worden. Und das Flugzeug ist nach Dübendorf und die Überholungen hat man dort dann gemacht. Und DC-3 haben wir 2 Flugzeuge, wie man es auf dem Tarmac, Schwanz voraus, ohne Flügel, hat man in der Nacht hat man auf Kloten gezügelt. Mit dem Traktor. Am 14. Juli 1948 konnte als erste die Westpiste vom Zürcher Regierungsrat Jakob Kegi offiziell eingeweiht werden. Und die zweite Massnahme war der Ausbau von der Swissair zur nationalen Luftverkehrsgesellschaft. Da ist der grösste Gegner merkwürdigerweise die Leitung von der Swissair. Auf das aber hat unser Celio an einer Konferenz unsere Pläne dargestellt. Und als Folge der Konferenz ist eine Kommission unter meiner Leitung eingesetzt worden, die zum Vorschlag gekommen ist, dass die nationale Luftverkehrsgesellschaft als gemischtwirtschaftliche Gesellschaft aufgebaut werden soll, mit einem Kapital von 20 Millionen Franken, die zu 70% von der Privatwirtschaft und zu 30% von der öffentlichen Hand hätte sollen aufgebracht werden. Walter Bringolf, Altnationalrat, erinnert sich. Das war eine lange Diskussion, wenn auch nicht eine geräuschvolle.
Eine Zeit lang hat es eine Tendenz gegeben, die gesagt hat, Swissair soll ein staatliches Unternehmen werden. Also man soll sie aus der Krise herausführen und verstaatlichen, damit sie ein für alle Mal gesichert sei. Ich selber war nie ein Anhänger von dieser Theorie. Ich war ein Sozialist, aber nie für eine totale Verstaatlichung der Industrie und der Wirtschaft. Am 27. Februar 1947 hat die Generalversammlung stattgefunden, wo Swissair zur nationalen Luftverkehrsgesellschaft erklärt hat. Sie hat neue Statuten bekommen und einen 27-köpfigen neuen Verwaltungsrat. Und die Funktion von der nationalen Luftverkehrsgesellschaft ist später auch noch im Schweizerischen Luftfahrtgesetz niedergelegt worden und fixiert worden. Herbst 1946. DC-4 HBILA, die erste viermotorige Swissair-Maschine, trifft in Genf ein. Staatsrat Louis Kasai heißt sie willkommen. Nordatlantikverkehr, ja oder nein? Das war eine entscheidende Frage. Energische Befürworter waren die Industriellen Rudolf Heberlein und Ernst Schmidheini. Dr. Walter Berchtold, ehemaliger Direktionspräsident der Swissair. Ja, es war natürlich die Frage, nicht wahr, ob die Swissair nun endgültig sich entscheiden wolle, den Nordatlantikverkehr aufzunehmen mit modernen Flugzeugen, die sie damals noch nicht hatte. Captain Armin Borner. Am Anfang ist man mit DC-4 über den Atlantik geflogen, ohne Druckkabine, und viele, viele Stunden, Nächte lang in den bösen Wolken durchgeschüttelt worden, bis man endlich in Neufundland konnte landen. Da sind Direktflüge natürlich noch nicht möglich gewesen. Die Diskussion über das neue Flugmaterial, über die geplanten Investitionen sowie über die gesamte Swissair-Geschäftspolitik führte zu einer schroffen Spaltung der Parteien. Es hat sehr zwei Parteien gegeben. Die Kreise um die alte Swissair, die waren skeptisch gegenüber solchen Plänen. Befürworter waren natürlich die Piloten und man hat da so ein bisschen experimentiert eben mit den alten DC-4-Flugzeugen, nicht wahr? Und ist zur Überzeugung gekommen, dass man sich mit modernem Material ausrüsten müsse. Die Absicht, zwei Langstreckenflugzeuge vom Typ Douglas DC-6B anzuschaffen, fiel in eine Zeit, in der die Gesellschaft in eine finanzielle Krise geriet. Schuld daran war die Abwertung des englischen Pfundes. In dieser Situation habe ich dem Präsidenten Dr. Speich vorgeschlagen, dass ich einen Leitartikel für die Neue Zürcher Zeitung schreiben würde. Ich war ja vor meiner Tätigkeit bei den SBB-Handelsredaktor bei der Zürcher Zeitung, in dem von der Swissair aus die Lage, so wie sie sich entwickelt hat, ohne Beschönigungen präsentiert wird und die Notwendigkeit auseinandergesetzt wird, dass ohne Hilfe des Staates das Unternehmen seine Existenz wahrscheinlich nicht bewahren könnte. Als dieser Artikel erschien, ist natürlich, da ist ein Sturm über die öffentliche Meinung gegangen. Die Swissair wurde kritisiert, man hat ihr Großmannszucht vorgeworfen. Alle Laster soll das Unternehmen begangen haben. Es hat Fehler begangen in der Vorzeit, das ist sicher. Aber man hat fürchterlich übertrieben. Vor allem, weil es sich ja darum handelte, nun einen Verkehr nach New York über den Nordatlantik aufzuziehen, hat man gesagt, es sei ein Wahnsinn, wenn eine kleine schweizerische Fluggesellschaft sich anmaße, mit den großen Gesellschaften der seefahrenden Nationen in Konkurrenz zu treten. Ein solches Unternehmen könne nur mit einer finanziellen Katastrophe des Bundes enden. Das war die eine Seite der Kritik. Daneben hat man natürlich auch andere besorgte Stimmen zu hören bekommen, die der Meinung waren, dass die Schweiz doch ihre nationale Flugunternehmung, die in der Vergangenheit so schöne Leistungen gezeigt hatte, nicht opfern könne. Der Bund stellte 15 Millionen Franken für Anschaffung von zwei Flugzeugen des Typs DC-6B zur Verfügung, unter der Bedingung, dass das Aktienkapital von 20 auf 14 Millionen Franken zu reduzieren sei. Die beiden Bundesflugzeuge sind eingetroffen im Jahre 1951. Der Tag des 21. August dieses Jahres war eigentlich der Schicksalstag für die Swissair. An diesem Tag hat sich das Blatt gewendet und von dem Tage an hat die Swissair ihren Aufmarsch auf dem Nordatlantik vollziehen können. Die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs erlaubte es der Swissair,
eine dritte DC-6B sowie 1954 vier neue DC-7C zu bestellen. Ende 1955 war der Eidgenossenschaft auch der vorgestreckte Betrag von 15 Millionen Franken zurückbezahlt worden. Bis zu 75 Passagiere in einer Maschine. Das erforderte ein völlig neues Betreuungskonzept. Verantwortlich dafür war Margaret Faust, während eines vollen Vierteljahrhunderts Chefhostess der Gesellschaft. Wir haben ein Swissair-Konzept für die Swissair-Hostess entwickelt. Und das in erster Linie hat sie eine dienende Einstellung haben, einem Passagier gegenüber, einen guten Charakter. Erst in zweiter Linie hat man dann darauf geschaut, oder, ob sie auch noch hübsch genug war und die Grösse und das Gewicht und all das, was noch dazugehört hat. Sie hatte einen Gruppenchef, wo sie direkt unterstellt war und verantwortlich war. Und der Gruppenchef war dann dem Sektorchef wieder verantwortlich und die ganze Organisation eben dann mehr. In dem Sinn hat man das im Griff behalten. Man konnte die einzelnen Hostessen beurteilen, sonst hätte man das gar nicht mehr können. 1952 haben wir den Namen vom Stewardess zu Hostess umgeändert, und zwar eben, weil ich auch gefunden habe, Stewardess ist nicht der richtige Name. Es ist von der Schifffahrt übernommen worden. Da sind wir zusammengesessen mit Herrn Dr. Bechtold und wir haben hier beschlossen, jetzt tun wir die Bezeichnung Stewardess ändern auf Air Hostess. Hostess heisst Gastgeberin, und das ist ja das, was ins Konzept hineingepasst hat. Das Personal wurde selbstverständlich auch auf dramatische Situationen vorbereitet, wie sie beim Fliegen vorkommen können. Erinnerung an einen Ernstfall in Amsterdam im Jahre 1951. Gret Klöti-Hefti, Hostess. Dann habe ich gefunden, ja, warum geht er jetzt gleich runter? Und auf einmal war einfach der Klopf gewesen. Und alles durcheinander, stockdunkel. Nur das Licht vom Brennen vom Flugzeug hat man gesehen. Und das war einfach eins durcheinander gewesen. Ich war unter Schockwirkung gewesen, wie alle anderen auch. Rechts vom Flugzeug hat es den Flügel abgeschlagen. Und wir sind natürlich, anstatt auf der Piste, sind wir auf einem Ackerfeld in der Nähe vom Flugplatz gelandet. Und als ich wieder so einigermaßen zu mir kam, bin ich in einem Bach gewesen, unter dem Flugzeug, der brennt hat, weil das Öl drin gelaufen ist, Benzin. Über mir hat das Flugzeug gebrannt. Frau Klöti, einziges Opfer, wurde in ein Spital in Amsterdam gebracht, wo sie ihr sympathisches Lächeln wiedergefunden hat. Silvia Christen-Gregori, Hostess. Besonders war es, wir haben uns gefreut, weil wir eine neue Uniform bekommen. Wir waren der erste Kurs. Und das war natürlich eine Aufregung bei uns allen. Man hat versucht, den Passagier etwas Aktivität zu bringen im Fliegen. Und wir haben Modeschauen gemacht, teilweise nach New York, was natürlich sehr einen Anklang gefunden hat. Und man hat sukzessiv die Flüger also ein bisschen ausgestaffiert, mit neuen Sitzen bequemer, ein bisschen mehr Farbe in die Kabine gebracht. Am 27. Mai 1954 wurde das Langstreckenprogramm der Swissair durch Flüge nach Südamerika ausgebaut. Zu Beginn nach Rio de Janeiro und Sao Paulo. Dr. Heinz Haas, Generalsekretär und stellvertretender Direktionspräsident. Die Südatlantiklinie war schon eine wichtige Ergänzung zum vorherige Regionalnetz von der Swissair, wo nur Bestand hat aus europäischen Linien und dem Nordatlantik. Es war ein Schritt in die weitere Welt raus. Ein Gegengewicht zum Bestehenden, das doch ein bisschen einseitig war. Der Südatlantik hat von Anfang an Erfolg gehabt. Schon im ersten Jahr hat er kein Geld verloren. Doris Wagner-Klieber, Hostess. Zu dieser Zeit ist dann Swissair gleich nachher nach Südamerika geflogen. Und das war ein enorm grosses Erlebnis. Zu selber Zeit war der Herr Bizzozzero Chefpilot. Das ist überhaupt die Flügerei damals nach Südamerika ist enorm schön. Und das hat einem so richtig die Lust gegeben, um in die weite Welt rauszugehen. Und dann natürlich noch verhältnismäßig wenig Leute haben wir dann da gehabt und 24 Stunden noch gebraucht für nach Südamerika. Und da hat der Hostess schon mehr so wirklich ein Hostess sein. Ohne meine Swissair-Zeit und vor allen Dingen die langen Flüge, wo man wirklich hat sich einsetzen und mit Situationen fertig werden, wäre ich jetzt allweg nicht da. Da hätte ich den Mut nicht gehabt. Aber das hat es mir also alles geboten. Und darum habe ich mich dann entschieden, da zu sein.
Das ist jetzt, wo wir sind. Das ist jetzt in Australien. Jetzt bin ich da mit meinen Kühen. Schweiz, Simmental-Kühe. Und die sind übrigens sehr, sehr im Chor in Australien. Ich bin hier in der Nähe von Warwick, zwischen Warwick und Stansthorpe in Queensland. Und ich bin sehr stolz auf die Zucht. Chefpilot Eduard Bizzozzero über seinen letzten Südatlantikflug. Der ist eher heftig verlaufen, denn ja, in Buenos Aires, in Rio und in Dakar auf dem Heimflug, ja, da hat es immer ein Festchen gegeben. Und als wir jetzt in Zürich am Abend, am Samstagabend um 6 Uhr gelandet sind, da war ein großer Bahnhof da gewesen, und nachträglich hat mir ein Stewardess gesagt, ja, wo die Motoren abgestellt waren, habe ich den Bahnhof angeschaut, habe an die Steuersäule geschlagen und habe gesagt, das war es. Am 1. April 1957 öffneten sich für die Swissair die Tore zum fernen Osten. Ferne Osten war das Resultat von ganz systematischen Marketinguntersuchungen, die ergeben haben, dass dort das Tätigkeitsgebiet ist für die Swissair. Ein Erfolgversprechens. Nachher musste man aber natürlich Grundlagen schaffen für die Verwirklichung. Und das war ein ganzes Jahr intensiver Arbeit. Das ganze Jahr 1956 ist dahin gegangen mit den Vorbereitungen für die Linie. Ich meine jetzt Vorbereitungen außenpolitischer Natur. 1956 erhielt die Swissair 11 Maschinen Convair 440 Metropolitan, ein Typ, der sich während 10 Jahren bewährte. Gegen Ende der 50er Jahre ist natürlich das Jet-Flugzeug in Sicht gekommen und wir waren uns ganz im Klaren, der Übergang zum Jet, das war die ganz große Bewährungsprobe. Diese Flugzeuge, die waren ja nicht nur nach den damaligen Begriffen, die waren ja enorm. Die haben ja ein Vielfaches der früheren Kolbenflugzeuge leisten können. Und um dieses Material überhaupt einsetzen zu können, hat man eine ganz gewaltige Expansion in wenigen Jahren durchführen müssen, um überhaupt dann in der Lage zu sein, neuartiges Düsenmaterial überhaupt einsetzen zu können. Erster Schritt war ein Zusammenarbeitsvertrag mit SAS. Später wurde dieser Vertrag auf die KLM und UTA ausgedehnt. Es entstand die sogenannte KSSU-Gruppe. Trotz gewissenhafter Befolgung aller Sicherheitsvorschriften blieb auch die Swissair nicht ganz von Unglücksfällen verschont. Am 4. September 1963 stürzte eine Caravelle-Maschine bei Dürrenesch im Kanton Aargau ab, wobei alle 74 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder den Tod fanden. Besonders tragisch war dieser Unfall, weil fast alle Fluggäste aus demselben kleinen Dorf Humlikon stammten, wo zahlreiche Kinder gleichzeitig Vater und Mutter verloren. Captain Hugo Muser, Chef der Flugsicherheit. Es ist passiert wegen überhitzter Bremsen, wo während dem Start oder unmittelbar nach dem Start dazu geführt haben, dass das Fahrwerk angefangen hat zu brennen. Das brennende Fahrwerk ist eingezogen worden, hat dort Leitungen vom hydraulischen System verletzt oder zerstört. Das hydraulische System, wo Träger vom Servosystem für die Bedienung von der Steuerfläche war und damit mit dem Ausfall das Flugzeug unsteuerbar gemacht hat. Am 21. Februar 1974 stürzte eine Coronado der Swissair auf dem Flug nach Tel Aviv bei Würenlingen ab. Alle 38 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Eine Bombe ist explodiert im Frachtraum auf dem Weg Richtung Süden zwischen Brunnen und Monte Generi. Der Pilot hat umgekehrt und hat eine Notlandung verlangt in Zürich. Er hat also Priorität gehabt für den Anflug. Und während dem Anflug innen, er muss zuerst von der südlichen Seite vom Flugplatz auf die Nordseite dirigiert werden, hat sich die Situation zunehmend zugespitzt, indem aus dem Brand zu einer sehr starken Rauchentwicklung geführt hat, einerseits in der Kabine. Es ist also im Anflug auf den Flugplatz Zürich abgestürzt, einige Minuten nach der Explosion von der Bombe. Es hat sich da um Minuten gehandelt, es haben vielleicht 3-4 Minuten gefehlt und dann hat das Flugzeug noch relativ sicher landen.
Am 7. Oktober 1979 landete eine Swissair-Maschine in Athen so unglücklich, dass 14 Menschen dabei starben. 1968 starteten die ersten Swissair-Maschinen nach Ost- und Südafrika. Die neutrale Schweiz war nach der Entkolonialisierung ein besonders willkommener Gast auf diesem Kontinent. Im selben Jahr stellte die Swissair als dritte europäische Gesellschaft ganz auf Strahlflugzeuge um. Die Zeit der Propellermaschinen war vorbei. ...1971 war das Rücktrittsjahr von Dr. Walter Berchtold. Er hatte sein Amt mit großem Erfolg bekleidet. Nun konnte er sich wieder musischeren Tätigkeiten zuwenden. Ja, ich habe als Jung intensiv Klavier gespielt. Dann natürlich bei der Swissair, da ist es einfach, das ist bei sporadischen Anläufen geblieben. Ich habe nie aufgehört. Und als ich in den Ruhestand trat, habe ich mich natürlich sofort jetzt wieder dem Klavier zugewandt und habe hier natürlich einen, muss ich sagen, einen Ersatz für eine Tätigkeit gefunden, die mich früher eben ausgefüllt hat. Nun begann die Epoche der Großraumflugzeuge. Die Swissair bekam 1971 zwei Boeing 747B, im Volk Jumbo Jet genannt. Ein Jahr später trafen die ersten der acht bestellten DC-1030 in Zürich-Kloten ein. Zu Beginn des Jahres 1972 hatte Armin Baltenzweiler die Führung der Swissair übernommen. Armin Baltenzweiler, Direktionspräsident. Die Entwicklung des internationalen Luftverkehrs ist seit Jahren durch die Brennstoffteuerung und auch durch die weltweite inflationäre Entwicklung arg bedrängt worden. Schon aus diesem Grunde waren die Fluggesellschaften gezwungen, größere, brennstoffeffiziente Flugzeuge einzuführen. Damit ist man sozusagen automatisch zu den Großraumflugzeugen gelangt, die nun den Fluggesellschaften gestatten, ihre Sitzkilometer billiger pro Produktionseinheit zu produzieren. 1975 brachte nochmals neue Destinationen. Es kamen die arabischen Länder hinzu, sowie China mit den Flughäfen Peking und Shanghai. 1977 beschloss der Verwaltungsrat die Bestellung von 15 neuen umweltfreundlichen, das heißt lärmarmen DC-981 und von zwei zusätzlichen DC-951. 1978 bekam die Swissair als äußeres Erscheinungsbild ein neues Signet und einen neuen Namenszug. Im 50. Jahr ihres Bestehens beschäftigt die Swissair rund 16.000 Mitarbeiter. Sie fliegt mit 50 Flugzeugen 93 Städte in 64 Ländern an. Wer hätte diese Entwicklung vor einem halben Jahrhundert zu prophezeien gewagt? Aber in der Fliegerei muss man immer sehr weit vorausblicken. Deshalb hat die Swissair neben der Bestellung von weiteren Jumbo-Jets und DC-1030 den für die Zukunft wichtigen Entscheid für 10 Airbuses A310 gefällt. Zur Auswahl standen die amerikanische Boeing 767 und die europäische A310. Wir haben uns für das europäische Flugzeug entschieden und wir glauben, dass die A310 zusammen mit der DC-981 wahrscheinlich das umweltfreundlichste und auch das billigste Kurzstreckenflugzeug in der Flotte der Swissair auf lange Jahre hinaus sein wird. Ich erinnere mich noch gut. Bei der Betrachtung der 50-jährigen Swissair-Geschichte bleibt als Fazit: In entscheidenden Augenblicken waren die richtigen Leute am richtigen Ort. Ob das wohl ein Zufall war? Das ist sicher kein Zufall. Die Schweiz ist ein Land, das keinen direkten Zugang hat zum Meer. Und mit dem leistungsfähig gewordenen Flugzeug hat man nun den Anschluss an die ganze Welt auf dem Luftweg bekommen. Das haben natürlich in erster Linie Piloten und die mit der Fliegerei zu tun hatten, gespürt. Aber es hat andere Leute gehabt, die auch für das ein Gespür hatten. Einer war zum Beispiel eben der Bundesrat Enrico Celio. Es war erstaunlich, wie der fein gebildete Mann
das gemerkt hat und Konsequenzen daraus gezogen hat. Und neben Celio sind eben noch viele Leute aus luftfahrtfernen Kreisen, haben das irgendwie intuitiv ergriffen und haben mitgemacht. Wie hat man damals verdient? Lange Zeit miserabel. Aber es hat gar nichts gemacht. Die Sache war gleich schön. Sie sind noch nie geflogen? Ja, doch. Fast schon. Ein Alpenrundflug? Ja, mehrmals. In den 25 Jahren, als ich bei der Swiss Air geflogen bin, da sind wir sehr oft drüber gekommen. Und dann, dort habe ich alle verschiedenen Typen geflogen. Angefangen jetzt mit der DC-3. Dann der Convair 42, 44. Dann der DC-6, DC-7 und am Schluss der DC-8. Und jetzt? Und jetzt bin ich zurückgekommen zu diesen Tieren, die mir Spass machen, die zu pflegen. Ob es nun die Schafe sind oder die vielen fliegenden Viecher, die ich habe, ob es Bienen sind oder Gänse und Enten. Und da drin habe ich jetzt meine Befriedigung und das macht mir Spass. Wie heißen Sie? Ernst Geiser ist mein Name.